Servus zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen heute die Affengrippe in Plague. Und zwar ist die auch inspiriert davon, dass es natürlich einen Planet der Affen gibt, wo ja die Affen wirklich extrem intelligent werden und sozusagen die Weltherrschaft übernehmen könnten, zumindest so Kurzfassung. Und wir haben jetzt den Luxus und dürfen dieses Schauspiel sozusagen ein bisschen nachspielen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Aber ich gehe jetzt einfach mal rein. Das lasse ich jetzt mal noch so. Ich nehme nochmal Bonus den S am Anfang. Das bringt mir mehr. Sonst habe ich ja nichts bekommen, oder? Nö. Das lassen wir dann so. Ich nenne ihn Monkey. Ich habe es schon mal eingegeben vorhin. Weil ich mal kurz reingeschaut habe. Und los geht's. So. Starten wir. Genau, Warnung, Affengrippe wird identifiziert. Monkey ist ein genetisch modifiziertes Virus aus einem Genesis-Labor. Bei Affen hat es die Intelligenz erfolgreich gesteuert, wurde aber noch nicht an Menschen getestet. Okay, hört sich ja mal nach was an. Ah, jetzt haben wir hier also so ein Forschungslabor, wo die wahrscheinlich an uns rumforschen, an unseren Affen, die wir befallen haben. Gehen wir gleich mal auf die Übertragung, ein paar Luft. Unser Ziel ist es, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sozusagen dafür zu sorgen, dass die Affen die Herrschaft übernehmen. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal schnell was. Das kostet was für den. Ah, nein, ich muss das mal jetzt am Anfang mal noch. Sonst wird das nichts. Machen wir mal noch Kälte. Und dann würde ich noch Arznei nehmen. Das sind eh so meine vier Sachen, die ich immer nur über Luft, über Wasser, über Arzneihemmung nicht so stark und die Kälte. Wir sind auch schon im Nahen Osten angekommen. Gehen jetzt auch in den Norden von Afrika rein. Das ist schon mal sehr schön. Kanada haben wir schon mal. Jetzt, ja, das kann ich jetzt aber nicht runternehmen, weil ansonsten habe ich da die Probleme. Ja, ich muss es durchlaufen lassen, ich habe keine andere Wahl. Mach vielleicht noch Übertragung 1 mit Kontakt. Schön überall verbreiten. Schaut das schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir China auch. Gut, den kann ich mir jetzt vielleicht sogar noch gönnen. Ah, jetzt haben sie mich schon entdeckt. So ein Mist. Monkeys aus dem Genesis-Labor entwichen. Genesis offenbart, dass Monkey aus ihrem Labor in Saudi-Arabien stammt und schwört, ein Heimat zu finden. Das Labor wird von vorhandenen Ereignissen und Affen für die schnelle Entwicklung eines Heimates verwendet. Das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich die irgendwie weg. Also, wie kriege ich das jetzt hin? Warte mal. Modifizierte affenartige Gene, um die Affenintelligenz signifikant zu erhöhen. Immunreaktion wird nicht ausgelöst. Iris wird grün. Zeit für eine Affenrevolution. Okay, ja, dann. Ich mach das mal. Intelligente Affen kommen zusammen, um eine Kolonie aufzubauen. Führt zur erhöhten Affenübertragung, schützt und generiert DNS. Das hört sich gut an. Affen randalieren gegenüber Menschen im Labor, anzugreifen, gefangene gehaltene Affen zu retten. Ah, das ist cool. Affen und Menschen Varianten des Virus können wirkungsvoll auf die anderen Spezies überspringen, erhöht Mutationsrate und ermöglicht speziesübergreifende Übertragung. Virus bei der Ausbreitung zwischen verschiedenen Affenarten ansteckend, erhöht die Mutation und Ansteckungsgefahr von Affe zu Affe.
Virus repliziert sich im Blut des Affen und kann sich verbreiten, wenn Blut vermischt wird. Erhöht Affe-zu-Affe-Übertragung. Virus repliziert sich in Talgdrüsen und verbreitet sich über die Haut. Anhaltender Körperkontakt kann eine Affe-zu-Affe-Übertragung bewirken. Nehme ich mal das hier. Und dann spare ich noch auf das. Das braucht 23. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, jetzt habe ich hier randaliert. Und das kann ich jetzt... Ah, das kann ich jetzt hier zum Beispiel nehmen. Okay. Was gibt's denn noch? Ach so, genau hier. Die Übertragungs... Okay, ich habe zumindest den Grundsatz verstanden. Habe ich hier Gewalt und die zerstören das jetzt, oder wie? Scheint so. Und dann kriege ich da neue Affen. Das hört sich so komisch an, wenn man das sagt. Okay, kann ich hier auch randalieren? Nein, da kann ich nicht randalieren. Kann ich da irgendwo... So ein Mist. Was mache ich jetzt? Kann ich die irgendwie wandern lassen? Das gibt's doch auch. Ah, das schaut danach aus. Affen, die geplant und koordiniert können, reisen zusammen. Ah, ja, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Kann ich mit dem jetzt hier hinlaufen? Sehr cool. Die sollen jetzt hier randalieren. Kann ich noch nicht. Na komm. Kann man hier das Labor zerstören? Gut, kann ich noch irgendwas mit der Übertragung machen? Ich mache jetzt einfach mal noch das, damit noch mehr. Und ich brauche natürlich... machen wir mal hier. Ich brauche mehr Punkte. Jetzt haben sie schon wieder ein Sys-Ginsis-Labor entdeckt gemacht. Und da haben sie, die haben ja, wow, wow, Moment mal, die haben ja voll viele. Die haben wir hier zerstören. Da lasse ich ja gar nichts zu. Okay. Leben in der Gemeinschaft stimuliert Reifung des präfrontalen Kortex und den S-generierenden Kolonien. Verbesserte Kommunikation zwischen Affen führt zur Entwicklung von komplexen sozialen Strukturen. Kolonie erhöht Affenübertragung. Affengruppen wandern mit der Zeit automatisch zu nahe gelegenen Affenkolonien. Ich würde erstmal das machen, dann kriege ich mehr und dann brauche ich nochmal 8, um das zu stärken. Was wird da eigentlich die ganze Zeit für Symptome generiert? Akute Entzündung der des umgebenden Schutz äußerst tödlich. Okay, anscheinend sterben jetzt auch schon die ersten. Okay, ich bin etwas überfordert, bin ich ehrlich. Ach, ich bin geheilt. So ein Mist. Okay, nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Okay, ich bin, zwar ist das Heilmittel auf 100, aber ich bin noch sehr, sehr... Lass mich mal schnell schauen. Oh, jetzt hab ich's...
entwickelt. Affen verbessern ihr Verständnis des menschlichen Verhaltens. Ach, dann werden sie nicht so schnell entdeckt. Da braucht sie gar nicht erst anfangen. Da muss ich schnell rüberlatschen. Und dann müssen sie den Mist zerstören. So sind sie nicht da. Oh, jetzt ist es sogar weg. Und Monkey wurde ausgerottet. Zukunft von Menschen und Affen ist ungewiss. Schade. Okay. Das ist echt schwierig, wie man das machen kann. Ich würde es noch einmal neu starten. Vielleicht ist es ja so wie bei der Biowaffe. Ich habe jetzt auf jeden Fall gecheckt. Ich muss mich verbreiten. Nummer 1. Erstmal über Luft. Ich lass einfach mal komplett durchlaufen. Aber komplett. Richtig viel übertragen. Und alle Symptome und so weiter lasse ich auch durch. Dann mache ich noch die Kälte. Beziehungsweise das Kontaktding wäre auch noch gut, das hier. So, Fähigkeiten. So ist doch gut. Schön überall infizieren. Okay, das muss ich jetzt mal schnell wegentwickeln. Weil das ist mir zu blöd. Boah, ich weiß gerade. Ich lasse es mal noch so weiterlaufen. Okay, die wissen jetzt, dass ich daher bin. Das heißt, ich mache auch mal schnell das da noch. Aber jetzt forschen sie schon, das ist schlecht. Das da noch am besten. Gut, dann gehe ich auf. Ist echt nicht einfach. Wirklich nicht. Übertragung, ich brauche das zwischen den Tieren. Das hier. Damit Affen überall sozusagen auf der ganzen Welt sich ich versuche jetzt mal so viele Punkte wie möglich zu generieren. Ja genau, jetzt haben wir aber schon das Problem, dass hier geforscht wird an Heilmittel, ohne dass ich was machen kann. Wo ging das mit diesem Rumlaufen? Hier 13 DNA-Punkte, Mist.
So, jetzt das Wandern. Und dann, also da brauche ich 4. Okay, warte. Hast du noch gar keine... So, Moment. Ah, okay, Moment. Jetzt brauche ich das mit der Gewalt. Das ist hier 12 Punkte. Schneller. Mist, jetzt heilen die halt schon so stark. Komm mal, schneller, schneller. Ja, wieso? Also ist es weg. Okay, ich lasse das mal auf normale Geschwindigkeit gehen, weil jetzt gleich zerstören hier. Da kenne ich nichts. Gut, Affe zu Affe. Das da brauche ich als nächstes, damit ich mehr Punkte krieg. Ah, nur einen Punkt geben. Sie uns hier. Das da hier. So. Mist. Ah, ich brauche insgesamt 6 Punkte. Gleich mal hier zerstören. Ich töte schneller, als ich mich weiter verbreite. Mal schauen. Ja, 19 und dann mache ich mal da drüben eine Kolonie auf. Weil hier schaut schon ganz gut aus. Wo wird geforscht? Da wird geforscht, Mist. Da wollen sie auch gerade forschen. Mist, das hält halt auf. Boah, braucht das jetzt viel? 31. Okay, hier geht schon rund. Kann gerade nicht so wirklich viel machen. Verbesserung in der Zwischenaufentwicklung. Ich mach das einfach mal. Mal schauen. Da ist jetzt aber schon so, ich muss die irgendwie intelligenter machen. Wo ist denn das? Hier drin, oder? Ah ja, klar. Jetzt.
Gott, das ist echt nicht einfach, Leute. Moment mal, Übertragung. Machen wir mal noch das hier. Ich möchte das hier und dann als nächstes müssen wir noch das. Was ist das? Spielt Affenteilen den Standard von Affenkolonien anderer intelligenten Affen mit, erhöht die Distanz, die Affen überwinden. Gut, das ist das nächste, was ich nehme. Das mit den 26, dass die sich mehr zurückhalten. Das hier. Dann erkennt man es ja nicht so schnell. Ja, die Heilmittel ist erforscht. Ich weiß nicht, aber normalerweise müsste das trotzdem noch weitergehen, oder? Pfadfinder-Affen helfen intelligenten Affen, Affenkolonien zu finden und zu erreichen und die Distanz die Affen überwinden. Okay, das verliert man dann trotzdem. Gut, ich lasse das jetzt trotzdem mal als Video. Wir würden es dann einfach das nächste Mal nochmal versuchen, weil es doch wirklich komplex ist und gar nicht so einfach. Ich hoffe trotzdem, dass es gefallen hat. Ich werde ein bisschen rumtüfteln müssen. Wenn jemand Tipps hat, gerne rein raushauen, damit ich dann vielleicht dadurch auch eine bessere Taktik hinbekomme. Ich weiß nämlich noch nicht, wie das mit dem Infizieren so an sich funktioniert. Aber gut, dadurch spielt man es blind. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Alles klar, bis dann, euer Raid, ciao.